Hallihallo, hier wieder euer Das Steffen, der Verwirrte. Ja, wir sind ja immer noch in derselben Aufnahme und wir machen mal weiter. Und heute ist auch Samstag. Heute, also, diesmal bringe ich glaube ich nichts durcheinander. Daher legen wir mal gleich los hier. Und da legen das hier alles in kleinen Schrott. So, und jetzt wieder mal Waffenenergie aufladen. So. Ja, jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Das wissen sie schon lange, dass wir hier sind. Also hat erstmal Waffenenergie aufgesammelt, Leute. Die brauche ich. Jetzt bin ich am Arsch. So, noch ein bisschen blaue Energie, Föderationswaffe. Gut, naja, sind ein paar Schuss. Reichen dabei. Was haben Sie aufgehoben? Hui. So etwas wie ein Schweißgerät ist aber eine ganz brauchbare Waffe. Auf jeden Fall ist sie geil, ey. Da schweiß ich alles weg. Hallo. Kommt her, Leute. Ich grill euch. So. So sieht ein Shoot aus. Hi. Wow, ich hab besser. Mann, so einfach geht das, Chang. So einfach. Du stellst dich so dumm an. Was habt ihr für eine Sternflottenausbildung gemacht? Nix können oder was? Gott, ihr könnt auch echt nix, Leute. Ich werde Tuvok sagen, er muss mit euch noch ein extra Training machen. Extra Sternflottentraining, das braucht ihr unbedingt. Ich stelle euch so dämlich an. Das gibt's ja nicht. Da ist noch einer. Ja, noch zwei ist aber da. Vorsicht! Jetzt könnten noch andere da sein. Sind's auch. Hör auf. Passen Sie auf. Da, guck. Da noch zwei fliegende Robos. Hey. Jetzt aber. Tja, jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Wenn ich die jetzt noch schon lasse, hält das hier. Du Arsch. Halt doch mal die Klappe, ey. Wiederholst dich, Bilbo. Exzellent, Monroe. Sie nähern sich dem Geschützrohr. Der Wagen sollte in der Nähe sein. Nehmen Sie ihn und fahren Sie runter zur Plasma-Fokuskammer. Sie müssen sich beeilen. Runter? Wir fahren gerade hoch. Und jetzt schaut euch mal diesen epischen langen Schacht an. Hier ist der Ausschuss vorne, von der Seite. Und das geht 700 Meter. 700 Meter in die Richtung. Also ungefähr ein Dreiviertelkilometer, das ist krank, wenn man sich das mal vorstellt, wie lang das ist, ne? Das ist unvorstellbar, die Länge. Das als Raumschiff. Na los, gib Gas. Guck mal, jetzt kommt was richtig Unrealistisches. Guckt euch mal an, wie schnell das Ding fährt und die bleiben einfach stehen da drauf. Ohne dass sie runtergerissen werden von den Gegkräften. Die stehen einfach drauf wie angewurzelt. So. Und weiter geht's hier. Los! Wow! Vorsichtig, das sieht aus wie super erhitztes Ionengas. Das würde so ja, es ist auch super heißes Fleisch. Super heiße Kühe. Wenn sich das wenn sich das berührt, bist du geputzelt. Hey, ja. So, kaputt.
auch immer sie getan haben, es hat funktioniert. Das Gas strömt nicht mehr aus. Ja, ich bin super pro. Ich kann alles. Ich kann sogar Gase ausschalten. Mit meiner Geisteskraft. Ich krieg alles hin. So, weiter geht's, Jungs. Ups. Oh, Robocop. Oh Mann, ey, was ist hier los? Zu viel Roboter, ey. Das ist echt pervers. Wow! Alter! Ja, Leute. Wow, wo guckt das so? Hä? Hey. Lebt er noch? Das war eine Energieleitung. Plasmaröhren. Wir müssen in der Nähe der Fokuskammer sein. Richtig. Mitch ist tot, Alex. Wir müssen weiter, Austin. Die Voyager zählt auf uns. Beamen Sie ihn zurück auf die Krankenstation. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vorsicht. Es könnten noch andere da sein. Kommt her, Leute. Energie. Die brauche ich mal. Geht kaputt. Wow. Ich hab doch mal hier Rappen. Ich hab nichts mehr zu melden. Wisst ihr das? Wir übernehmen gerade das Schiff. Die gravitische Panzerung in dieser Ebene darf nicht vollgeladen sein. Du. Alle in Ordnung? Oha, verfickte Scheiße, was hast du oben? Ich hasse die Stelle. Ehrlich. Ey, was soll die verkackte Mist hier? Oh, ich komm nicht drauf. Hey. Oh, komm schon. Was soll denn die Dreckskacke? Mensch! Oh, komm schon, du Sau! Ach, wisst ihr was, ey? Ich beende die Folge jetzt und ich probiere es erstmal offline. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend, ein schönes Wochenende, einen schönen dritten Advent und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin, sagt euer Darsteffen. Ciao mit V. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Palawane. Wie immer, an derselben Stelle, an derselben Welle. Tschüss.